Also, hallo, mein Name ist Dominik Kiss und heute reden wir über WordPress-Migrationen. Und was können Sie sich genau darunter vorstellen? Also, es gibt zwei Use Cases, die wirklich oft vorkommen. Entweder du hast einen bestehenden Hosting-Provider, wo du deine WordPress-Seite hostest, und dann bist du mit dem Angebot nicht ganz zufrieden oder irgendwas ist vorgefallen, du magst den Hosting-Provider wechseln. Insofern wechselst du das Ganze, migrierst du die ganze Seite, die WordPress-Seite zu dem neuen Hosting. Und das ist zum Beispiel ein Anwendungsfall, wo du dann die ganze Seite übersiedeln musst. Oder wenn du sie lokal irgendwie in einer Testumgebung entwickelst oder in einer Core-Umgebung, dann musst du sie auch irgendwann ins Live-System übertragen und so und somit bist du dann die ganze WordPress-Seite ebenfalls übersiedeln musst. Das ist das, womit wir uns heute befassen werden. Und kurz davor noch würde ich euch gerne fragen, wer hat schon mal einen Versuch oder eine WordPress-Seite wirklich migriert? Kurz an hoch. Okay, cool. Und wer von euch da ist ein Developer? Okay, also so ungefähr die Hälfte, deswegen werden wir das so richten, dass wirklich jeder mitkommen kann. Und dann werden wir gleich mit der Agenda beginnen. Das heißt, was kommt auf euch zu? Passt, die Agenda. Das heißt, wir werden am Anfang besprechen, aus was WordPress eigentlich besteht. Weil nur wenn wir wissen, welche Komponenten dann bestehen, können wir dann diese auch übertragen. Und danach folgt wirklich der Prozess, ein beispielhafter Prozess, wie du eine WordPress-Seite manuell übertragen kannst. Wir werden dann später auf die automatisierten Tools ein bisschen zurückgreifen. Nur davor gehen wir wirklich einen manuellen Prozess durch und wie das alles funktioniert. Und dann gehen wir den Spezialfall durch, was passiert, wenn du deine Domain ändern magst. Das heißt, worauf solltest du da achten, welche Schritte solltest du da durchgehen, damit das wirklich dann Hand und Fuß hat und damit das funktioniert. Und im Anschluss werden wir uns daraus ableiten können, welche Herausforderungen haben wir mit Migrationstools und wieso die nicht immer so funktionieren, wie wir es gerne hätten. Und ganz am Ende natürlich das Troubleshooting, das heißt, was kannst du machen, wenn da wieder was schief geht und du nicht weißt, wie es weitergeht. Gut, kurz davor zu mir. Also ich bin ein Developer und habe mich jetzt auf WordPress spezialisiert und nebenbei mache ich auch Webdesign. Das heißt, so beides in einem. Und ich bin gleichzeitig angestellt bei einer WordPress-Agentur hier in Wien, bei Mitani Web und Design. Und bin dann auch selbstständig und mache eigene Projekte mit Firmen in Richtung WordPress und Webseiten. Und falls du mehr über mich erfahren magst, kannst du mich im Internet besuchen, dominikis.com. Und wie bin ich jetzt zu WordPress gekommen? Also ich habe angefangen, ein bisschen in Software Development Sachen zu entwickeln. Und damit war mir das Ganze irgendwie zu technisch. Ich habe den künstlerischen Ausweg gebraucht und das habe ich in Web Development und Webdesign gefunden. Und wo ich dann auf WordPress gestoßen bin, dann bin ich dabei geblieben und so hat sich das Ganze entwickelt. Und was kann ich euch jetzt über Migrationen erzählen? Also wie ihr schon euch denken könnt, habe ich schon einige Seiten migriert. Am Anfang habe ich versucht, mit diesen automatisierten Tools das zu machen. Das hat beim ersten Mal super geklappt. Da habe ich dieses Duplicator-Plugin verwendet, was ihr vielleicht schon kennt. Aber bei der nächsten Seite war das nicht mehr so bunt. Also da hat das wirklich irgendwas hat da fehlgeschlagen und es hat dann nicht mehr funktioniert. Und bevor ich dann jetzt andere Tools und so weiter mir angeschaut habe, habe ich mir überlegt, hey, wie funktioniert das eigentlich und wie kann ich das manuell machen? Insofern habe ich mir dann einen Prozess ausgearbeitet, der bei jeder Seite funktioniert. Ist nicht so kompliziert, aber natürlich kommen ein paar Sachen dazu, die man im Vorhinein wissen sollte, bevor man eine Seite migriert. Und aus was besteht das WordPress? Also wenn du eine fertige WordPress-Seite hast, dann hast du zwei Sachen. Du hast einerseits eine Domain und andererseits hast du auch ein Hosting, wo deine Seite sich gerade befindet. Und die Domain zeigt auf einen bestimmten Ordner, auf deinem Hosting und da befindet sich die WordPress-Installation. Das heißt, dort findest du das ganze CMS, den ganzen Quellcode und die Plugins und Themes, die du installiert hast und das befindet sich alles in einem Ordner. Die zweite Komponente ist die Datenbank. Und dort findest du die Daten, also die du erstellt hast, wie zum Beispiel Blogposts, Pages, Einstellungen, Konfigurationssachen, die du beim Installieren eingefügt hast und dort sind einfach alle Daten abgelegt. Und diese zwei Komponenten
werden wir jetzt auf ein neues Hosting übertragen. Das heißt, das ist jetzt ein beispielhafter Ablauf, eine Migration. Natürlich kannst du die einzelnen Blöcke nehmen und zum Beispiel eins nach dem anderen oder das andere nach dem einen machen. Das heißt, die Reihenfolge ist jetzt nicht so relevant. Aber damit du dir das besser vorstellen kannst, gehen wir diesen beispielhaften Ablauf durch. Das heißt, wir haben gesagt, wenn du eine Domain hast, dann zeigt die auf einen Ordner auf deinem Hosting. Und da befindet sich die Datenbank und die WordPress-Installation. Wenn du eine WordPress-Seite migrieren kannst, brauchst du ein zweites Hosting. Insofern ist das ein anderer Webspace oder Server, je nachdem, was du verwendest. Und dort brauchst du vor der Migration zwei Sachen. Du brauchst erstens eine leere Datenbank, wo du dann die Daten einspielst, und andererseits brauchst du einen leeren Ordner. Auf den Ordner zeigt später dann die Domain. Und da werden wir die WordPress-Installation einspielen. Das heißt, du hast eins zu eins die gleichen Komponenten wie bei der jetzigen Seite auf einem neuen Hosting erstellt, aber es ist noch alles leer. Das ist noch gar nicht gefüllt mit Daten und diesen Part werden wir jetzt machen. Das heißt, als erstes beschäftigen wir uns mit den Daten. Das heißt, wie übertragen wir die Daten? Wir haben unseren lokalen PC und da haben wir zum Beispiel einen FTP-Client wie FileZilla oder WinSCP. Da können wir uns zu dem alten Hosting, zu dem aktuellen Hosting verbinden und alle Daten per Knopfdruck eigentlich auf unseren lokalen Rechner kopieren. Und genau mit dem gleichen Client können wir uns mit dem neuen Hosting verbinden und die Daten hochladen. Das war's. Es ist echt nicht kompliziert, einfach Daten von einem Server oder Webspace auf den anderen zu übertragen. Und dann kommt natürlich auch die Datenbank ins Spiel. Und wie übertragen wir die Datenbank? Da kommt phpMyAdmin, das Tool. Das ist auf jedem Webspace-Server vorhanden. Und das kannst du einfach verwenden, wenn du dich einloggst und auf die Datenbank zugreifen. Und insofern hast du dann einen Export-Knopf, wo du eine .sql-Datei bekommst. Das ist alles ein User-Interface, also auf die Details, wie das genau gemacht wird. Also diese How-To-Tutorials gibt es irgendwie im Internet. Ich mache jetzt nur das Konzept erklärt und den Prozess, nach dem du vorgehen kannst. Und mit diesem phpMyAdmin-Tool kannst du dich mit der neuen Datenbank verbinden und dich dort einloggen und mit dem gleichen Prozess wieder die SQL-Datei, die du bekommen hast, dort einspielen und insofern hast du die Daten von der Datenbank in die andere übertragen. Na gut, jetzt haben wir die komplette Seite, die beiden Komponenten migriert, aber wir können diese Seite noch nicht aufrufen, weil die Domain sagt noch auf der Seite Hosting. Das heißt, wenn du jetzt die Adresse eingeben würdest, siehst du noch die alte Seite. Obwohl die sich optisch gar nicht unterscheiden, aber die IP-Adresse ist eine andere. Insofern hast du da zwei Möglichkeiten. Entweder du änderst den DNS-Eintrag der Domain und lässt die Domain auf den neuen Ordner sein, auf den neuen Server, und insofern zeigst du dann auf die neue WordPress-Installation. Das wollen wir eigentlich. Oder du transferierst die ganze Domain auf das neue Hosting und stellst das dort ein. Also das ist jetzt keine Hexerei. Wenn du das aber schneller irgendwie testen magst, kannst du in deinem Host-File auf deinem Computer die IP-Adresse eingeben, die erreicht werden sollte, wenn du diese Domain eingibst. Insofern umgehst du damit die IP-Adresse, auf die Domain sein, sondern du stellst sie nur in deinem Computer lokal ein, dass sie auf diesem Server sein soll. Aber das wird jetzt dann ein bisschen technisch und insofern, wenn du das sowieso suchst, dann wirst du finden, wie das funktioniert. Jetzt kommen wir aber zu einem springenden Punkt. Das ist die wp-config.php-Datei. Weil im Moment ist es so, dass wir die zwei Komponenten zwar auf dem neuen Hosting haben, aber die WordPress-Installation hat noch die Zugangsdaten zu der alten Datenbank. Weil die muss man, wenn man WordPress an sich mal installiert hat, müsst ihr Datenbank Zugangsdaten da eintragen, damit das überhaupt sich mit der Datenbank verbinden kann. Und diese Zugangsdaten sind noch von der alten Datenbank. Und die kannst du bei der wp-config.php-Datei, das kannst du dort ändern, dass wenn du einfach nur in den Ordner reingehst von der WordPress-Installation, dort findest du schon die Datei und dort fügst du einfach den Datenbanknamen, User und das Passwort ein von der neuen Datenbank und insofern kommuniziert die WordPress-Installation schon mit der neuen Datenbank. Und das ist der gesamte Prozess. Und wenn du im Anschluss eben die Domain auf den neuen Server zeigen lässt,
dann solltest du die neue Seite auch problemlos erreichen. Und Best-Case-Szenario, du bist jetzt fertig. Die Seite ist migriert, du kannst sie aufrufen, alles funktioniert. Damit das auch wirklich sicher ist, überprüfe am besten die IP-Adresse, auf welche die Domain seid, damit du weißt, okay, das ist jetzt wirklich die neue Seite, weil die werden genau gleich aussehen. Aber es kann manchmal passieren, dass du noch immer auf die alte Seite zeigst, deswegen solltest du das extra überprüfen. Und das gibt es jetzt dafür Spezialfälle, weil der Prozess, den haben wir jetzt durchgesprochen, das heißt, du weißt jetzt, wie du die Komponenten auf einen Server oder Webspace übertragen kannst. Aber was passiert, wenn du die Domain ändern magst? Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich mag von dominikwies.com auf .at wechseln. Was muss ich da alles beachten? Wo steckt die Domain überall? In der Datenbank, in der WordPress-Installation, damit ich die auch dort ändern kann und damit da keine Fehler kommen, wenn ich die Seite aufrufe. Und beginnen wir mal mit der Datenbank. Da ist hauptsächlich die Domain vorhanden. Das heißt, dort wird dir als eine Seitenkette abgespeichert, in verschiedenen Tabellen in der Datenbank, also nicht nur einmal, sondern auch öfter. Insofern kannst du nicht einfach nur eingehen und einen Datenbank-Eintrag ändern und das war's. Da musst du wirklich mit einem Tool arbeiten oder du tust die Arbeit dann, jeden Eintrag in der Datenbank durchzuschauen und zu ändern, was natürlich keinen Sinn macht. Dafür gibt es zum Beispiel das Search and Replace Tool von Interconnect IT. Das gibt kostenfrei im Internet zur Verfügung. Das kannst du dir einfach hochladen auf deinen Server und das verwenden. Das ist ganz praktisch. Und was es macht, das geht, das ersetzt in der Datenbank jedes Vorkommen einer Zeichenkette mit einer anderen. Insofern ist das wie Suchen und Ersetzen in Excel oder Word. Nur für eine Datenbank. Aber bei einer Datenbank, vor allem in WordPress, gibt es noch serialisierte Daten. Und wie schauen solche serialisierten Daten aus? So zum Beispiel. Also das sind wirklich Objekte, die als Zeichenketten in der Datenbank gespeichert werden. Und der Unterschied zu einer ganz normalen Zeichenkette, wie die Domain eigentlich sein soll, ist, dass das ein ganzes Objekt ist und vor der eigentlichen Zeichenkette steht die Länge oder die Anzahl der Zeichen von dieser Zeichenkette. Insofern, wenn du dann einfach hingehst und Copy und Paste machst, oder Suchen und Ersetzen besser gesagt, dann wird die Zeichenkettenlänge gleich bleiben. Und das kann später zu Problemen führen, weil viele bedenken das gar nicht und lassen das so und später kommt dann irgendein Problem auf und bis du drauf kommst, dass es deswegen ist, ja, dann kannst du lange dran sitzen. Aber das Search and Replace Tool, das hat das bedacht und es ersetzt sogar die Zeichenkettenlänge. Insofern, wenn du dieses Tool verwendest, musst du dich darum nicht kümmern, sondern das Tool übernimmt die ganze Arbeit für dich. Und somit hast du die Domain in der Datenbank geändert. Cool. Jetzt bist du am halben Weg, die Domain zu ändern. Was ist jetzt mit der WordPress-Installation? Eigentlich, wenn die Webseite wirklich zu 100% korrekt aufgesetzt wurde, sollte die Domain gar nicht in der WordPress-Installation vorkommen. Dort sollte nur der Quellcode sein und das war's. Sie muss gar nicht wissen, was das für eine Domain ist, weil die ist in der Datenbank gespeichert. Die Installation holt sich die Daten aus der Datenbank. Aber die Praxis ist natürlich eine andere und es kann durchaus passieren, dass es im Quellcode schon vorkommt, dass die Domain hardgecoded drinnen steht. Und was machst du in dem Fall? Da hilft dir am besten, also wenn du ein Developer bist, dann wirst du, dass es versteht. Für manche ist es dann wahrscheinlich zu abstrakt jetzt. Kannst du dich bei SSH einloggen? Über PuTTY oder was auch immer du verwendest, kannst du dich bei SSH einloggen und zwei Befehle ausführen. Erstens kannst du den GET-Befehl ausführen und dadurch suchst du jede Datei rekursiv nach einer Zeichenkette. Wenn es ein Vorkommen findet, dann spuckt er Ergebnisse aus, wo das ist. Und wenn da jetzt 100 Ergebnisse kommen einfach, dann kannst du diese ja nicht händisch ändern. Das wäre unnötig. Deswegen gibt es den zweiten Befehl und der geht einfach jeder Datei automatisiert durch und ersetzt eine Zeichenkette mit einer anderen. Mehr ist da nicht dabei. Das sind diese zwei Befehle und dann hast du jedes Vorkommen einer Zeichenkette in jeder Datei in deiner WordPress-Installation mit einer anderen ersetzt. Und in dem Fall musst du dich nicht um die Zeichenkettenlänge kümmern, weil da gibt es keine Objekte, die gespeichert werden, da gibt es einfach nur Zeichenketten. Insofern baust du diese Sache mit den Tools nicht, weil das kannst du einfach so händisch machen. Und wenn alles geklappt hat, wenn alles funktioniert, solltest du die WordPress-Seite über die neue Domain erreichen können.
Und, falls es nicht so ist, darauf werden wir gleich eingehen. Na gut, jetzt weißt du, wie das alles funktioniert. Jetzt hast du ein Hintergrundwissen, was passiert, wenn du die Domain ändern magst und so weiter. Und was gibt es jetzt für Herausforderungen für Migrationstools? Weil viele von euch haben wahrscheinlich Migrationstools verwendet. Könntest du kurz auch sagen, wer welche verwendet hat? Oder welche? Ja? WP Migrate. Okay, okay. Und hat das bei euch funktioniert? Ja. Okay. Und manchmal funktioniert es eben. Da ist man wirklich froh, wenn das geklappt hat. Aber manchmal funktioniert es eben nicht. Und das sind eben diese Rahmenbedingungen, auf die das Tool oder das Plugin eigentlich keinen Einfluss hat, der Grund. Weil da gibt es zum Beispiel Dateiberechtigungen auf dem Server und wegen den Dateiberechtigungen kann das Tool nicht auf die Dateien zugreifen und die auf ein anderes Hosting kopieren. Dann ist ein Teil von der gesamten Kette der Migration gebrochen und insofern ist die ganze Migration, die ganze Übersiedelung ist dann kaputt. Und die neue Seite funktioniert insofern nicht, weil die Datei nicht rüber kopiert wurde. Oder was passiert, wenn das Tool PHP-MyAdmin, mit dem wir uns die Datenbank exportiert und importiert haben, beim Export ein Timeout hat? Das kann vor allem sehr oft bei großen Datenbanken vorkommen. Und dann hast du auch ein Problem, weil du hast kein Tool mehr, mit dem du die Datenbank exportieren kannst. Da gibt es einen Weg, entweder du machst das Handy, wie zum Beispiel du loggst dich im Terminal ein und verwendest das MySQL-Befehle. Sind zwei Befehle und dann hast du die SQL-Datei genau sogar. Das ist ein Info für die Developer. Aber ja, als normal sterblicher Mensch, der jetzt nicht programmieren kann, dann hast du ein Problem. Dann kannst du am besten deinen Hosting-Provider anschreiben und ihn fragen, ob das nicht für dich explodieren kann, weil der und der Fehler aufgetreten ist. Das geht auf jeden Fall immer. Und meistens schickt er dir auch dann die SQL-Datei oder hilft dir dabei, das Problem zu lösen. Dann gibt es auch das Problem von den serialisierten Daten, was wir vorhin besprochen haben. Also wenn wirklich Objekte in der Datenbank gespeichert sind und wenn du dich um diese nicht kümmerst, wenn du die Domain änderst, dann stimmt die Zeichenkette mit der Zeichenkettenlänge nicht überein und das kann zu vielen verschiedenen Problemen führen. Und das sind eben die Rahmenbedingungen, einige der Rahmenbedingungen, es gibt natürlich weitere, falls ihr da noch später Erfahrung habt mit Migrationen, wo auch weitere Probleme aufgetaucht sind mit den automatisierten Tools, dann könnt ihr das ruhig sagen und dann können wir das auch nur besprechen. Das sind einmal die, die ich weitergeben mag. Und was machst du jetzt, wenn es schief geht? Weil das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Wenn du nicht weißt, was du machen kannst, um den Fehler zu beheben oder um den Fehler herauszufinden, wo das ist, dann kann dir auch nur jemand anderer weiterhelfen. Du kannst dir dann selbst immer weiterhelfen, außer du machst folgende Sachen. Du kannst auf jeden Fall die Permalinks zurücksetzen. Was heißt das? Also Permalinks, das ist so, wie die URL ausschaut. Manchmal ist zum Beispiel P ist gleich irgendein ID oder manchmal ist wirklich der Beitragsname, /Beitragsname und diese kannst du insofern zurücksetzen, wenn du bei den Einstellungen in die Permalinks gehst, in den WordPress Backend und dort einfach auf Speichern drückst. Und die werden automatisch zurückgesetzt und das war's. Und wie schaut so ein Fehler aus, wenn die Permalinks zurückgesetzt gehören, ist, wenn du die Seite migrierst, dann wird die Indexseite, die erste Seite, super toll dargestellt. Sobald du auf eine Unterseite klickst, bekommst du einen weißen Screen und du weißt nicht wieso. Dann ist es ein guter Tipp, die Permalinks zurückzusetzen, weil daran wird es wahrscheinlich hängen. Und wenn das nicht funktioniert, dann schalt einfach deinen WP-Debug-Modus ein. Das kannst du ebenfalls in der WP-config.php-Datei machen, wo du vorher die Datenbank Zugriffe geändert hast, dort kannst du auch den WP-Debug-Modus einschalten und wenn du das machst, dann bekommst du Fehlermeldungen von WordPress, die dir weiterhelfen könnten. Und wenn du siehst, da kommt irgendein Plugin-Name besonders oft vor, dann liegt es wahrscheinlich an dem Plugin, wieso die Seite nicht lädt oder nicht gescheit dargestellt wird und dann kannst du das Plugin einfach deaktivieren und schauen, ob die Seite nochmal funktioniert. Weil oft nicht sagen, dass die Plugin-Version die falsche ist oder irgendwas nicht gepasst hat mit der Version, dass sie nur auf der alten Seite funktioniert hat. Und das kannst du insofern machen, ohne Zugang zu dem WordPress Backend. Wenn du jetzt in den Dateien schaust und in den Plugins-Ordner gehst, in deiner WordPress-Installation, findest du die Plugins jeweils in einem Ordner. Und wenn du diesen Ordner umbenennst, dann wird das automatisch deaktiviert und so kannst du überprüfen, ob das wirklich einem Plugin gelegen ist.
Und wenn das nicht funktioniert, wenn du wirklich keine gescheiten Fehlermeldungen bekommst, was du eigentlich weitermachen kannst, kannst du versuchen, jedes Plugin einzeln zu deaktivieren. Das heißt, eben mit dieser Methode, die ich euch gerade gesagt habe, geht es in den Plugins-Ordner, dort können Sie den Plugin-Ordner von den einzelnen Plugins umbenennen und bei jeder Änderung wieder neu laden. Und dann seht ihr Schritt für Schritt einfach, ob das an einem Plugin gelegen ist oder nicht. Und falls das noch immer nicht geholfen hat, dann können Sie schauen, ob die PHP-Version von dem, eigentlich kannst du das früher überprüfen, weil das ist der schnellere Weg, oder zumindest nimmt das nicht so viel Zeit in Anspruch, können Sie schauen, welche PHP-Version eingestellt war beim Ursprungspost, also wo die alte Seite sich befindet, und welche PHP-Version eingestellt ist bei dem neuen Hosting. Und das kann manchmal auch zu Problemen führen mit verschiedenen Plugins, die ja, der Unterschied in der PHP-Version. Deswegen gleich dir am besten gleich an, wenn du die Seite übersiedelst, weil dann kann das auch zu ungewollten Fehlern führen. Und wenn du dann aber die PHP-Version dann noch erhöhen magst, weil du sie runtersetzen musstest, das ist dann eine andere Geschichte. Das ist es quasi dann out of scope von dieser Präsentation. Das wäre noch eine weitere Philosophie. Na gut, das war es jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, du hast jetzt mehr Einblick darauf, wie du eine WordPress-Seite übersiedeln kannst und was du damit alles machen kannst, was du beachten solltest. Und falls du Fragen hast, falls du eigene Erkenntnisse noch mitteilen magst, falls ich irgendwas ausgelassen habe, was du, über was du gerne reden würdest, jetzt können wir darüber diskutieren. Danke. Ja. Ich weiß nicht, ob das hier passt. Dreamweaver. Dreamweaver bietet die Optionen suchen und ersetzen. Ja. Wenn das funktioniert, wenn ich meine Datei, die Wörterdatei auch auf Dreamweaver positioniere? Ja, da muss aber unterscheiden, ob das wirklich suchen und ersetzen ist. Wenn ich eine Domain zum Beispiel wechsle. Ja. Das ist einfach mit der Domain wechseln. Genau. Wenn du jetzt zum Beispiel das nur in deiner Datei machst, weil du eine Datei offen hast, und suchen und ersetzen machst, dann ist das im Scope von der einen Datei. Das heißt, es geht über die eine Datei nicht hinaus, aber du solltest alle Dateien, die in der WordPress-Installation drin sind, durchsuchen und die Zeichenkette ersetzen. Das geht, natürlich gibt es da noch eine Option mit den ganzen Ordner durchsuchen. Das geht natürlich, das ist die eine Möglichkeit, wie du dann die ganze Zeichenkette, die du ersetzen kannst, in der WordPress-Installation erschienen. Ja. Dann, falls ihr dann noch die Idee mal gehabt habt oder ein Tutorial gesehen habt, dass man auch die SQL-Datei bearbeiten kann, weil die exportierte SQL-Datei, das ist auch einfach eine Textdatei, die du öffnen kannst im Texteditor und da siehst du auch die Domain und da kannst du suchen und ersetzen und dann kommst du wirklich in die Probleme mit den serialisierten Daten, weil der sucht nur die Strings ab, also die Zeichenketten und beachtet die Zeichenkettenlänge gar nicht. Also das machst du lieber nicht mehr so. Lass die SQL-Datei alleine, die soll so bleiben, wie sie ist und änderst dann mit dem Search and Replace Tool von Interconnect IT die Einträge so in der Datenbank. Habt ihr noch weitere Fragen oder Erfahrungen, die ihr gerne teilen würdet? Ich habe keine Frage noch. Bei meinem Punkt zu diesem Search and Replace Tool. Ja. Es ist wichtig, das Tool nach dem Löschen funktioniert. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist auch nämlich so, wenn du das Tool runternimmst von der Seite, musst du extra anhaken. Ja, ich weiß, dass es ein Risiko ist für die Webseite, das zu verwenden, wenn es dort ist. Und ja, ich bin ein Developer, ich weiß, was ich mache. Also das musst du alles anpacken, bevor du das runterlässt. Weil das Problem ist, wenn dann irgendwer zu fremder Mensch dann auf dieses Tool zugreift, dann kann er deine ganzen Daten ändern. Weil die Daten, das Tool hat dann natürlich alle Zugangsdaten zu der Datenbank und das wäre nicht so optimal, wenn das irgendeine fremde Person dann benutzt. Dann kann er alles ändern und die Seite zerstören. Deswegen ganz gut, dass du das gesagt hast, man sollte das immer löschen, nachdem man die Arbeit erledigt hat. Von den Plugins vielleicht? Welches wäre das Beste? Also ich habe persönlich das Duplicator-Plugin verwendet. Okay. Das hat funktioniert, eben beim ersten Mal. Mhm. Beim anderen Mal nicht mehr. Deswegen habe ich da jetzt nicht wirklich mit Brute Force versucht, jedes einzelne Plugin oder sowas zu versuchen und habe mich gleich eben mit der Materie beschäftigt, wie das funktioniert. Es ist immer so ein Risiko dabei. Es kann funktionieren, muss nicht. Ob du jetzt dieses Tool verwendest oder das andere,
macht jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Das Einzige, was du schauen kannst, welches, ob das Tool jetzt wirklich passend ist, ob das eben diese serialisierten Daten berücksichtigt, weil da kann ich nicht 100% bestätigen, dass das alle machen. Aber darauf solltest du extra schauen, weil sonst unterscheiden die sich eigentlich nicht. Dann macht, es macht jeder für diesen Prozess durch, jedes Tool, und insofern ist das ziemlich egal, welches du verwendest, sondern das ist die Arbeit für dich erledigt. Also ich habe All-in-One Migration, ich habe verschiedene, also ich habe es auch manuell gemacht, verschiedene Sachen. Okay. Aber das All-in-One Migration war auch super. Also ja. 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 Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man Shell-Zugriff hat, kann man sehr einfach, wenn man die CLI irgendwie zu dir kriegt, auch kann man über die CLI eigentlich alles machen. Das heißt, man kann die Datenbank exportieren, man kann sie auf der anderen Seite wieder importieren, dann spart man sie zum Beispiel das, was das SQL-File als großes für PHP-MyAdmin. Man kann auch wirklich selbst replacen und so weiter, kann man alles so CLI ausführen. Das heißt, wenn man sich damit ein bisschen auskennt, kann man damit das Ganze sogar noch effizienter machen. Wird dann nur gegeben. Ja, voll, das stimmt. Das habe ich persönlich jetzt nicht gemacht, weil so tief habe ich mich immer gewehrt, nicht an dich. Ich habe nur gelesen, dass das funktioniert. Und ich weiß nicht, das kann man dann wahrscheinlich auch automatisieren im Prozess, wenn du dann die Befehle abspeicherst und dann. Genau, einfach ein Shell-Skript schreiben und das dann ausfüllen. Genau. Also das, was so quasi der Mittelweg zwischen User-Interfaces verwenden, wie man das ohne mit wenig Programmierkenntnissen machen kann, aber dann doch irgendwie jeder für sich. Also das ist dann wirklich eher auf Developer-Seiten. Genau, also für Developer ist das wirklich ein guter Tipp. Danke. Na gut, dann würde ich sagen, falls es keine Fragen mehr gibt, danke für eure Aufmerksamkeit. Und